Aber ich weiß nicht, wann ich das anziehen soll. Also es könnte, ja, behalten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wenn ihr euch fragt, was das hier ist, ich habe mich vorhin verbrannt. Deswegen werde ich hier mit einem Kühlpack durch das Video laufen. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich dachte mir, ich mache heute mal eine Umräumaktion, ja, solange die Kinder happy sind. Und Naila schaut mir schon ganz verdutzt an. Aber ich mache mal eine Umräumaktion, weil ich möchte nämlich meine Sommerklamotten austauschen und meine Herbstklamotten von da oben runterholen. Und gleichzeitig möchte ich auch noch ein bisschen ausmisten nach Marie Kondo. Und ich bin zwar schon ein bisschen spät dran mit dem Video à la Marie Kondo, aber das soll jetzt kein How-to Marie Kondo sein, sondern ich möchte einfach nur meinen Kleiderschrank ausmisten und umräumen. Da dachte ich mir, es wäre ein guter Zeitpunkt, endlich mal hier ordentlich auszumisten und die KonMari-Methode anzuwenden. Und wenn ihr nicht wisst, was die KonMari-Methode ist, das wisst ihr sicherlich alle schon, noch in einem kurzen Erklärsatz. Das ist eine japanische Aufräumexpertin. Die KonMari-Methode besagt, man soll nur Klamotten behalten, die ein Joy sparkeln. Ja, das klingt total bescheuert und auch ein bisschen materialistisch. Ich werde das mal ein bisschen umgehen und tatsächlich nur gucken, was ich brauche und was ich nicht mehr brauche. Und ich werde mir hier zwei Haufen machen. Ein Haufen mit brauche ich nicht mehr, brauche ich. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Viel Spaß bei diesem Video. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit diesem Abteil an. Das ist nämlich meine Jackenabteilung. Und ja, ich kann direkt schon mal sagen, das hier möchte ich nicht behalten. Das kann ich. Das ist schon Ewigkeiten hier drin. Das bringt kein Joy. Also nicht Joy. Ja, ein Ball Mason Rock. Den habe ich damals beim Lounge von H&M und Ball Mason. Der bringt mir auch kein Joy. Der kommt weg. Diese Jacke habe ich wirklich, wirklich lange nicht mehr angezogen. Ich würde sagen 3 Jahre. Aber es schadet nicht, so eine Jacke zu haben, oder? Deswegen werde ich mich nicht von der Jacke trennen. Die behalte ich. Ach ja, ein schwarzer Mantel, den behalte ich auch. Den kann man immer gebrauchen. Meine, ach Gottes Willen, meine Sandro Bomberjacke. Die würde ich ja gerne behalten, aber ich trage sie wirklich nie. Deswegen denke ich, dass ich sie verkaufen werde. Wobei, das ist meine teuerste Jacke, die habe ich mal gekauft. Da habe ich, die habe ich mir von meinem Bonus gekauft. Vor 4 Jahren in London. Und da, die wollte ich unbedingt kaufen, deswegen, ich glaube, die behalte ich. Da habe ich schöne Erinnerungen dran. Eine Lederjacke, die ich wirklich auch nie trage. Leider, die bringt mir also auch kein Joy. Also verkaufen. So schnell geht das hier, ne? Was ist mit der Jacke? Ich glaube, die behalte ich. Auch von Mango eine Jacke. Die würde ich tatsächlich behalten. Tja, die Jacke, die trage ich wirklich gar nicht. Ich glaube, die verkaufe ich. Viele wollten auch, dass ich unbedingt meinen Kleiderschrank zeige. Das habe ich tatsächlich in all den Jahren, wo ich YouTube jetzt mache, noch nie gemacht. Ich habe meinen Kleiderschrank noch nie gezeigt. Und da hat sich jetzt auch im Laufe der Jahre echt viel angesammelt. Und ich muss wirklich sortieren. Lass mal weitermachen, sonst kann ich hier nicht voran. Ja, die Jacke. Beide Jacken trage ich tatsächlich noch, deswegen bleiben die hier. Das sind allerdings Sommerjacken, die können dann tatsächlich ausgetauscht werden. Ja, die Jacke trage ich nicht mehr. Oh, und da war ich auch schon kurz davor, die zu verkaufen, aber ich finde die so cool, deswegen bleibt die erstmal. Aber es ist eine Sommerjacke, deswegen kommt sie auf den Sommerhaufen. Also ich tausche ja jetzt aus. Ja, klassischer weißer beiger Blazer, der ist wirklich wunderschön, der bleibt. Mit dem habe ich schöne Freuden gehabt. Ebenso diese Jacke, die kann man auch immer zu schönen Events anziehen oder Hochzeiten oder so. Und ja, die bleibt auch. Die Jacke trage ich wirklich nie, die kann weg, obwohl die auch sehr schön ist. Ach ja, die Hose. Schadet nicht, die Hose zu haben. Die habe ich zu meinem Standesamt-Hochzeitstag
Ja, nee. Zu meiner Standesamt-Hochzeit getragen. Die bleibt. Ja, hier sind ein paar Sommerhosen. Die können, glaube ich... Die bleibt. Die fand ich cool. Die beiden bleiben nicht. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht mehr. Nee, die können weg. Ach ja, dann habe ich dieses Jahr diese zwei Sommerhosen geholt. Die würden bleiben, sag ich mal. Die bleiben. Kommen wir mal auf den Haufen. Und auch diese Hose, die finde ich wunderschön, die bleibt. So, jetzt haben wir hier einen Haufen voller grüner Khaki-Hosen. Ja, die habe ich jetzt auch neu geholt. Die fand ich auch, die habe ich super oft dieses Jahr getragen. Die bleibt. Die passt auch nicht mehr. Die hier von Zara. Da ist meine Hüfte irgendwie zu breit geworden nach zwei Kindern, ne? Die muss leider weg. Die habe ich auch schon echt 7 Jahre. Und dachte, ich könnte sie immer wieder tragen. Ja, so eine Joggerhose, die kann man immer gebrauchen. Die bleibt. Auch noch eine Joggerhose. Die bleibt. Die habe ich jetzt erst geholt. Die kaschiert auch immer so schön den Bauch. Diese Hose, die möchte ich leider nicht behalten. Die kommt weg. Das geht ja relativ einfach. Also ich muss mich jetzt tatsächlich von den Sachen trennen, weil das nimmt hier überhand an. Und seit Jahren sieht der Kleiderschrank immer gleich aus und ich trage wirklich gefühlt nur 3 Sachen aus dieser Abteilung. Ja, das ist ein schwarzer Overall. Den habe ich schon so oft angezogen. Der ist auch schon 6 Jahre alt. Der bleibt. Das ist ein ganz toller Overall. Die Hose, die schwarze Hose, die kann man auch immer gebrauchen. Die bleibt. Was ist denn das hier? Ich wusste gar nicht, dass ich diese Hose besitze. Da entdeckt man ja auch immer wieder neue Sachen, ne? Ja, nö, die bleibt. So eine Culotte-Hose. Kann man schön auf Stiefeln tragen. Die hier. Das ist auch eine Culotte-Hose. Bin mir aber nicht sicher, ob die noch passt. Aber könnte passen. Die bleibt auch. Jetzt habe ich 2 schwarze Culotte-Hosen. Brauche ich die wirklich? Müsste ich die mal anprobieren und gucken, welche besser aussieht und dann austauschen. Das sind definitiv Sommerklamotten. Wir haben hier eine Schwangerenhose. Ja, die kann ich eigentlich... Ja, die kann... Ja, dieser Overall, der ist zwar wunderschön, aber ich habe den jetzt wirklich nicht oft angezogen. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich den behalten soll, ich wüsste nicht, wann ich den anziehen soll. Der kann weg. Ja. Der kann weg. Sommersachen behalten, weg. So, dann lasst uns mal mit der Schublade hier weitermachen. Ja, das sind meine ganzen Pullis. Und ich würde sagen, den behalten wir, aber der muss in die Wäsche. Den behalten wir auch. Den habe ich jetzt oft getragen und gemocht. Der bleibt. Ein Cardigan für zu Hause. Ich weiß noch nicht, ob der bleibt. Die Jeansjacke kann weg, die ist mir zu klein. Ja, die habe ich jetzt getragen, die bleiben. So. Ja, das bleibt auch, das mag ich auch immer sehr gerne anziehen. Sommeroverall für Sommerurlaube kann man immer anziehen. Das genauso, das habe ich jetzt erstmal einmal angehabt auf Mallorca. Das kann ich auch noch nächstes Jahr anziehen. Die Hose bleibt auch, die fand ich voll schön. Die Hose kann man auch immer wieder anziehen. Diese Hose kann man nicht nochmal anziehen, die geht weg. Das Kleid, das bleibt. Das ist einfach nur so ein geripptes Kleid. Das habe ich ganz oft angezogen. Das ist eigentlich ein Schwangerschaftskleid. Und ich würde sagen, das bleibt. Die Hose bleibt. Da passe ich zwar gerade aktuell nicht rein, aber vielleicht nächstes Jahr. Oh, mein Lieblingsblauer Overall. Der bleibt auch. Den habe ich bei Mango gekauft. Der bleibt. Ja, diesen Overall, den habe ich wirklich nicht oft angezogen. Der ist mir auch ehrlich gesagt zu groß. Das heißt, wir verabschieden uns von diesem schönen Overall. Vielen Dank. Ich habe mich noch gar nicht bedankt für meine Klamotten. Das gehört ja auch zur KonMari-Methode dazu. Lieber Overall, danke, dass du mich nach Mexiko begleitet hast. Tschüss. Das mag ich sehr, das bleibt. Das kommt dann in die Sommerkiste. Dieses Kleid ist zwar kaputt gegangen, könnte man aber nähen.
Und mochte ich eigentlich auch sehr gerne. Also bleibt das und kommt in die Sommerkiste. Und das hier ist ein super schönes Bommelkleid. Das mochte ich auch sehr gerne, deswegen bleibt das auch. Hier haben wir schon meinen Schal. Der bleibt auch. Also das kann ich sagen, bleibt nicht. Das möchte ich nicht mehr behalten. Das ist mir auch vom Stoff her nicht so das, was ich gerne trage. Letztes Jahr habe ich das noch getragen. Jetzt würde ich das, glaube ich, nicht mehr tragen. Also kommt das weg. Das hier, das kann man auch immer gut tragen im Sommer so. Der blaue, da bin ich mir noch nicht so sicher. Gibt es auch einen, ich bin mir noch nicht so sicher, Berg? Nee, ne? Man muss sich jetzt entscheiden. Ja oder nein? Nee, ich glaube, den nehme ich nicht mit. Ja, diesen Rock habe ich, vielleicht trage ich den dieses Mal öfter. Und bei diesem uralten Teil, weiß ich nicht, so ein Cardigan, für zu Hause eigentlich immer ganz gut. Das trage ich nicht mehr, das kann weg. Hey, ist das meiner? Ein Rosé-Hoodie. Den kannst du auch in die Wäsche tun, den behalte ich. Da, das ist ein Pulli von meinem Bruder aus der Uni. Also ich würde sagen, den behalte ich. Und dieses Teil, ich weiß nicht, warum ich mir das geholt habe. Das ist so futuristisch seltsam. Tschüss, Pulli. Und jetzt werden wir uns mal hier diesen Sachen widmen. Das sind nämlich meine ganzen Sommersachen und ein paar Wintersachen. Und da werde ich jetzt auch mal richtig krass ausmisten. Das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, auch nicht mehr, das auch nicht mehr. Das vielleicht noch, auch noch anziehen, das nicht mehr. So, jetzt widmen wir uns dieser Seite. Ich habe jetzt echt schon riesige Berge gesammelt. Ich bin gespannt, wie viel ich hiervon eigentlich noch behalten möchte. Und es ging relativ einfach bis jetzt. Also, lasst uns anfangen. Hier, also die zwei Sachen weiß ich auf jeden Fall, dass ich sie nicht behalten werde. Das sind nämlich zwei Jacken, die ich eigentlich nie anziehe, also müssen die quasi weg. Das ist ein Schwangerschaftsoberteil, was ich nie angezogen habe, weil es mir irgendwie nicht so ganz stand. Deswegen kommt das auch weg. Das ist ein Kleid, was ich gerne anziehe, deswegen bleibt das. Auch die Bluse ziehe ich oft an, deswegen bleibt die auch. Jetzt kommen die Sommerkleider. Und beide, das ist ein Overall und das ist ein Kleid, trage ich sehr gerne, deswegen kommen sie auf meinen Sommerbehaltenberg. Selber erstmal gucken, was das hier alles ist. Ja, das Kleid habe ich mir jetzt geholt. Es kommt aus Barcelona, deswegen behalten mag ich. Auch dieser Zweiteiler, den habe ich auch schon öfter vorgestellt, den behalten wir natürlich auch. Jetzt kommen wir zu den Röcken. Die behalte ich auch, die sind schön. Das ist ein Sommerleinenrock, das behalten wir natürlich auch. Was sagen wir hierzu? Ja, das hatte ich einmal in Mexiko an. Naila. Wind, 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 Wind. Aber ich weiß nicht, wann ich das anziehen soll. Also es könnte, ja, behalten. Den Leo-Rock mag ich auch gerade sehr gerne. Den behalten wir auch. Mein Maramea-Rock, den mag ich auch. Den behalten wir auch. Weitere Sommerklamottis. Kleid von Maramea mag ich auch behalten. Das hier, das ist jedes Jahr in meinem Kleiderschrank und ich frage mich, ob ich das noch anziehe. Es ist so ein klassisches Basic-Oberteil, das kann man immer gebrauchen. Ich würde sagen behalten. Das finde ich auch schön, das können wir auch behalten. Ah ja, jetzt kommen wir hierzu. Dieses Cord-Ding, das können wir auch behalten, das kann man auch voll gut kombinieren, aber das trage ich wirklich nicht mehr, das kann weg. Das mit einer Sandro-Jacke, kommt die weg? Nein, die behalte ich. Weißt du warum? Weil die mir positive Erinnerungen beschert und deswegen möchte ich die behalten. Ja, hier, da haben wir Sachen, die ich wirklich nicht anziehe. Ich würde sagen, das behalten wir, das ziehe ich gerne an. Aber diese Bluse, die ziehe ich wirklich gar nicht mehr an. Die hatte ich mir damals gekauft zum Bewerbungsgespräch. Dieses Jeanshemd.
warte ja nur noch auf den Moment, wo ich Jeanshemden wieder anziehen kann. Also bleibt dieses Jeanshemd uns bestehen. Und auch diese Bluse habe ich jetzt erst neu geholt. Die beiden behalten wir, kommen aber allerdings in die Sommerkiste. Ein schönes Kleid, was ich mir auch im Sale gekauft habe, das behalten wir auch. Das finde ich auch wirklich noch schön. Und ein Blüschen. Bei der Bluse bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, das behalten wir nicht. T-Shirt behalte ich auf jeden Fall. Ich bin gerade voll der T-Shirt-Liebhaber. Mein Mama-T-Shirt behalte ich auch. Meine Maramea-Bluse behalte ich natürlich auch. Diese Bluse muss weg. Wieder ein T-Shirt mit einem Fleck, kann also in die Wäsche. Behalte ich aber. Mein Grow Together. Oh, ich liebe übrigens das Label Womom. Die machen richtig coole T-Shirts und Bio Basic Sustainable Shirts. Diese Bluse habe ich ein paar Mal angezogen und die bleibt. Aber die kann in die Wäsche, weil da ein Make-up-Fleck drauf ist. Das ist ein Schwangerschafts-T-Shirt, trage ich aber dennoch öfter mal so. Bleiben. Mein Womom-T-Shirt bleibt auch. Und das bleibt auch. Der Sommerklamottenberg, der bleibt. Die Kiste habe ich leer geräumt. Das ist der Berg, der bleibt. Das sind die Wintersachen, die bleiben. Und das ist der Berg, der nicht bleibt. Der geht. Ganz schön viel. So, hallo Leute, ein neuer Tag. Ein neues Glück. Ich habe die Nacht dazu genutzt, mal endlich hier meine Schubladen aufzuräumen. Denn mit Kindern ist es ja nicht so ganz easy. Die müssen erstmal zu Bett gebracht werden und dann kann man sich den ganzen wieder widmen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie die Schubladen geordnet sind. Und natürlich zeige ich euch den Berg, der übrig geblieben ist. Und ich schiele schon drauf, es ist extrem viel. Und ich bin echt erstaunt, wie schnell ich mich von den Klamotten lösen konnte. Und ja, ich werde mal sehen, was ich damit mache. Eine Freundin wollte noch vorbeikommen, sich ein paar Sachen raussuchen. Ich werde ein paar verkaufen, ein paar spenden. Also da sind ja nicht immer Klamotten dabei, die einwandfrei sind. Die lasse ich dann resellen. Ist das hier die Kiste für die Sommersachen Nummer 1. Also das sind nur meine Kleider und meine Röcke. Und also meine zwei Hüte und Haarbänder habe ich jetzt hier noch verstaut. Das hier ist zum Beispiel so ein luftdurchlässiges Kleid, das ziehe ich eher am Strand an, also Strandklamotten. Das wäre dann eher so Silvester-Weihnachtsklamotte. Und wenn wir mal hier rüber gehen, ist das die Sommerhosenabteilung, T-Shirts, Tops, Jacken, Tops. Also das sind meine Klamotten für den Sommer. Die lasse ich jetzt erstmal hier lagern und dann räume ich die Sachen wieder erst um, wenn Frühling ist. Und ja, ihr seht hier schon so diese Overalls aus dem Sommer, die ich rausgepickt habe. Kurze Hosen, ein Pulli, von dem kann ich mich nicht trennen. Das ist mein Abi-Pulli. Einfach so lockere Chino-Hosen, Baumwolljogger, ein Overall. Ja, meine ganzen Oberteile, Tops, Röcke und eben die Jacken, von denen ich mich nicht trenne. Die sehen jetzt auch nicht mehr so übervoll aus. Jetzt habe ich endlich mal mehr Platz und die gehen auch wieder zu. So, als nächstes machen wir jetzt erstmal meinen Pulloverschrank auf. Ich habe das jetzt nach Farben sortiert, so grau, beige, etwas dickere Pullis. Und hier auf der Seite sind dann meine Schals. In der zweiten Schublade, leere. Ja, nee, da werde ich nämlich noch die Jeans waschen. Die sind jetzt alle erstmal in der Wäsche, weil die waren so verstaubt irgendwie hier drin. Und das sind wirklich meine Zuhause-Leggings, meine Draußen-Leggings und Sport-Leggings und Sport-Oberteil. Und das hier ist meine Pyjama-Ecke. Mein aktueller Pyjama mit einem Fleck drauf. Meine meine Bikinis und Badeanzüge. Wundert euch nicht, dass das so viel aussieht. Das sind nur ein paar, weil ich die so reingestopft habe in Tüten. Ich wollte die jetzt nicht hier alleine rumfliegen lassen. Deswegen habe ich so durchsichtige Tüten bei Amazon geholt. Dann sieht man das auch immer so schön.
Und hier sind meine ganzen T-Shirts, auch ein paar Zuhause-T-Shirts und draußen T-Shirts. Ich habe die ja auch schon vorher gerollt gehabt, aber ich hatte die jetzt nicht so gefaltet nach Marie Kondo. Ich finde, das ist viel übersichtlicher, obwohl von der Länge kann man das noch ein bisschen besser machen. Ich habe das jetzt auf die Schnelle gemacht und ich bin eigentlich völlig zufrieden damit. Hier gehe ich auch täglich ran und dann sieht es auch mal so aus, wie es jetzt aussieht. Und auch hier hat sich was getan. Hier sind ein paar Klamotten weggekommen. Es sind aber auch viele da geblieben, weil diese Blusen und T-Shirts, die trage ich wirklich on a daily basis. Deswegen bleiben die auch hier. Hinzugekommen sind noch ein paar schöne winterliche Cardigans, die, wie ich finde, lieber hängen. Ja, und hier ist meine Winterkiste, so Schals, so dünnere Schals. Das sind alleine nur Nylas Tragen. Die bleiben jetzt erstmal hier, eine ältere Trage und ein neues Tragetuch für den Winter. Das bleibt auch, das hat jetzt hier seinen Platz gefunden. Ja, und zu den Taschen da oben bin ich nicht gekommen. Ich würde sagen, das ist ein anderes Thema. Schuhe ist auch nochmal ein anderes Thema. Das will ich dann wahrscheinlich irgendwann anders machen. Seid ihr bereit, den Berg zu betrachten? Ta-ta-ta-tan! Also Leute, das ist wirklich richtig viel. Ich habe das alles hier gestapelt. Das ist enorm viel, was hier rausgekommen ist. Das muss ich alles gleich sortieren, ja, und dann verpacken. Also das ist richtig, richtig viel. Tada! Das ist das Endergebnis von meinem Umräumungsvideo beziehungsweise mein Sommer-Herbst-Austausch-Klamotten-Video. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Motivation gegeben, das auch zu tun, denn das ist total befreiend. Ich bin super happy darüber. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir bekommen einen Daumen nach oben und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Danke, tschüss.